Wie geht's dir heute? Danke, gut. Von Tag zu Tag besser. Tag, Mutti. Tag, mein Junge. Ist der Brief gekommen? Der Brief? Ach, der aus Boston. Ja, natürlich. Auf Onkel Arthur ist doch Verlass. Aber so ein Bruder ist selten. Jetzt sollst du dich nur noch erholen. Für die 500 Dollar kriege ich eine gesunde Frau zurück. Ach, Gerd, da ist übrigens etwas für dich. Mutti, ich bin doch kein Kleinkind mehr. Ach, los ist schon. Nachher wird er nur mit weggeräumt. Ja, bitte. Wollen wir jetzt auf die Terrasse? Ja, gern. Bringst du mir bitte die Decke nach? Ja, gern. Ob sie was gemerkt hat? Glaube ich nicht. Herr Behrens? Ja, bitte? Weil Sie gerade da sind, die erste Wochenrechnung. Sie können auf unserem Kassenzimmer zahlen. Oder überweisen Sie den Betrag? Ja, ich überweise. Ich wickel das über meine Bank ab. Bitte? Bank klingt immer gut. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht sagen, ich warte auf einen Brief mit 500 Dollar. Bitte warten Sie mit. Klingt ausgesprochen schlecht. Eben. Vielleicht kommt er morgen. Ja, schreibt doch vorsichtshalber Onkel Arthur nochmal. Ach, das geht nicht. Jetzt bitten wir ihn um das Geld und dann auch noch mahnen. Nein, nein, der Brief kommt morgen, sicher. Ist doch eingeschrieben. Gut, also noch einen Tag, aber wenn er dann immer noch nicht... Wo bleibt ihr denn? Ja, ich komme. Pan American World Airways gibt den Abflug ihres Round World Clippers, Flug Nummer 100, London bekannt. Entschuldigen Sie bitte, mein Flug geht gleich. Würden Sie mich bitte vorlassen? Bitte sehr. Danke. Ich möchte meine Telefonrechnung bezahlen. 30 Mark 30, bitte.
Bitte? Ich habe eine Frage. Wir warten auf einen Brief aus Boston seit einer Woche. Dauert das immer so lang? Aus Boston? Ja, eingeschrieben. Das kann doch nicht so lange dauern. Das ist auf jeden Fall zu lange. Flugzeit 7,5 Stunden. Ich fliege nämlich die Route USA. 2 bis 3 Tage höchstens. Ja, was kann man da machen? Reklamieren, aber das kann nur der Absender selbst. Dankeschön. Can American World Airways announce the departure of their flight 170 Hallo. To Hamburg? Ich hallo? Ja, Sie hallo. Hier, haben Sie vorhin vergessen. Deshalb sind Sie so gerannt? Nein, nicht nur. Ich dachte, Sie könnten mir das etwas genauer sagen. Mit dem Brief aus Boston. Der müsste längst hier sein. Die Post verliert doch nichts. Da ist gerade eine Maschine aus den USA gelandet. Was Sie der Entfernung wegen nicht sehen können, sind die Postbeutel, die soeben entladen werden. Der Elektrokarren, der fährt nachher mit dem Postbeutel zum Frachthof hin. Das macht aber nicht die Post. Von der Maschine bis zum Frachthof übernehmen das die Luftverkehrsgesellschaften, beziehungsweise die Flughafengesellschaft. Ich muss fort. Hallo, Ihr Geld. Wann kommen Sie wieder? Übermorgen. Zwei Beutel zu wenig. Verspätung oder so, es kann ja vorkommen. Lass ich mir noch quittieren. Moment mal, eben noch eine Stichprobe. Nehmen wir den mal auf die Waage. Bitte. Gewicht stimmt. Also. Allein in dieser Woche sind es schon über 17 Sendungen, die reklamiert werden. Wir müssen also von der Tatsache ausgehen, dass Post gestohlen wird. Und zwar in Mengen. Nächste Frage, wer, wie, wo und wann? Wir haben den ganzen Postweg zurückverfolgt. Bis zur Ankunft hier, von der Aufgabe in Amerika, ist alles dicht. Auch im eigenen Bereich. Keinerlei Anhaltspunkte. Das Loch muss also an einer Stelle sein, wo die Post die Sendung nicht in Gewahrsam hat. Sie wissen schon, welche Stelle ich meine. Den Transport zwischen Flugzeug und Frachthof. Meine Herren, das ist zwar nicht unser Bereich, aber Post bleibt schließlich Post. Machen Sie sich auf anstrengende Sondereinsätze gefasst. Ich habe Sie schon dazu eingeteilt. Bitte wollen Sie die Aufstellung weitergeben. Bei der Übergabe der Beutel an uns stellt es sich beim Vergleich mit den Ladepapieren gelegentlich heraus, dass welche fehlen. Die tauchen dann aber nach einigen Tagen wieder auf, so als ob sie nur fehlgeleitet worden seien. Nach den bisherigen Ermittlungen scheint es festzustehen, dass zunächst Beutel gestohlen, aber dann nach Tagen wieder eingeschleust werden. Mehr Anhaltspunkte kann ich Ihnen leider nicht geben. Naja, anständig so. Da bin ich nur Schneidermeister gewesen, oder nicht? Feinste Anzüge habe ich gemacht, die feinste Herrschaft. Da werde ich doch wohl einen Sack zunehmen können, ohne dass man sieht. Red nicht und mach. Ich mache beste Arbeit, Maßarbeit. Ohne mich wärt ihr längst im Knast. 6 Monate, schätze ich.
900, vielleicht noch mehr. Halt die Schnauze und näh. Ja, ich näh ja schön. Da geht er hin. Klar? Aber ich brauch doch was. Kupplung haut nicht hin und Auspuff muss neu und sowas alles. Wie viel hast du denn schon zusammen? Wieso? Na also. So, das reicht für deinen Karren, klar? Kicher nicht so viel und mach. Ich habe heute Nacht Dienst. Bis dahin müssen die Postbeutel fertig sein. Wird schon fertig. Wird schon. Weißt du, was mein Sohn ist? Ein Dieb. Ein ganz gemeiner Dieb. Kennst du den Fahrer da? Genau. Ich meine vom Ansehen. Aber der fährt schon länger hier. Das will ja nichts heißen. Ja, natürlich nicht, aber... Hast du irgendeinen Verdacht gegen den? Nein, nein, keine Spur. Aber wir müssen ja jeden beobachten. Seit Jahren ist nichts vorgekommen. Alles korrekt gelaufen. Und auf einmal häuft sich das. Es muss doch jemand dabei sein, der auf dem Flughafen Vorfeld zu tun hat. Und bei dem Personalmangel können die Fluggesellschaften eben nicht von jedem den Nachweis verlangen, dass er ein Engel ist. Zwei mehr? Wieso? Ja, gestern waren es zwei weniger, werden die sein. Tag später gekommen, als im Papier steht. Ah ja, stimmt. Melde gleich an, dass Sie heute dabei sind. Eben noch eine Gewichtsprobe. Nehmen wir den da. Naja, oder den, ist dir egal. Gewicht stimmt. Ja. Also, gute Nacht. Schlaf gut. Betriebssicherung. Darf ich mal die Poststrecke sehen? An American announces the arrival, flight number 146 from Boston. Guten Abend. Ich schulde Ihnen noch ein Vermögen. Ich wusste doch, dass mir was fehlt. War's schön? Wie man's nimmt. Ihr Brief ist sicher längst da. Nein, eben nicht. Es scheint ein sehr wichtiger Brief zu sein. Aber ich kann Sie doch nicht mit meinen Familienangelegenheiten langweilen, obwohl... Obwohl? Es ist wirklich sehr wichtig. Also jetzt sind Sie selbst dran schuld, wenn ich Ihnen alles erzählen muss. Und dann hat der Chef noch den Trick geschildert, mit dem die Brüder arbeiten. Die von unserer zentralen Untersuchungsstelle haben das rausgefunden. Na und? Wenn man den Beutel genau neben der Seitennaht sauber aufschneidet und dann wieder zunäht, merkt das auf Anhieb kein Mensch. Jeder sieht den Saum und denkt, es wäre die Naht. Donnerwetter. Kein schlechter Trick. Ich verstehe immer noch nicht, warum Ihr Vater nicht in Boston anruft. Ach, Sie kennen die Umstände nicht. Mein Vater bittet seinen Schwager nicht gern. Ich finde, man kann über alles reden. Das sagen Sie. Wir würden das vielleicht anders machen. Warum nur vielleicht? Naja. Nicht vielleicht, sondern ja. Mir fällt da gerade was ein, was ich machen könnte. Was? Sie? Sie sehen nett aus, wenn Sie gar nichts verstehen. Ja, also ich verstehe auch gar nichts. Eben. Passen Sie auf. Ich denke mir Folgendes. Thank you.
Kontonummer drauf. Nicht zu fassen. Klauen da seelenruhig vor unseren Augen. Ausgänge sperren. Du machst schon auf. Ja, was soll ich denn zuerst machen? Für mich rauslassen natürlich. Was? Was? Der ist eben rausgefahren. Es ist nett von Ihnen, dass Sie das für mich tun wollen. Wirklich. Eigentlich kann ich Ihnen das gar nicht zumuten. Ich bin doch selbst auf die Idee gekommen. Vielleicht klärt Sie das Ganze dann noch irgendwie auf und... Außerdem sehe ich Sie dann ja auch übermorgen wieder. Ich meine zwangsweise. Natürlich zwangsweise. Wiedersehen. Wiedersehen. Newman speaking. Ich habe Ihnen Grüße auszurichten von Ihrem Neffen. Aus Deutschland? Ja, ich bin Stewardess und kenne Ihren Neffen. Es handelt sich um etwas sehr Wichtiges für ihn. Darf ich Sie aufsuchen? Pass auf. Hier. Die Aufnahme ist fantastisch gelungen. Das Nummernschild ist ganz klar zu erkennen. Tatsächlich. Aber das Foto musst du doch gleich der Polizei geben, sofort. Habe ich doch schon längst gemacht. Ein Abzug wie gestochen. Ja, was sagten die dazu? Gar nichts. Na, wieso gar nichts? Na, sie riefen sofort die Zulassungsstelle an, um festzustellen, wem der Wagen gehört. Stimmt. Na dann los. Hm. Na, was ist? Ja, ich gehe ja schon. Sie sind Werner Sladek, ja? Stimmt. Verladearbeiter bei einer Luftverkehrsgesellschaft, nicht wahr? Bin ich. Na und? Wir haben Haussuchungsbefehl. Ach nee. Na ja, dann suchen Sie mal. Sie bleiben hier. Wozu? Und wer sind Sie? Ich? Großvater Sladek. Und was machen Sie? Arbeiten Sie? Meine, viel zu alt und viel zu krank. Früher, ja, Herr Schneidermeister bin ich gewesen und bei allen Herrschaften hier in der Umgebung gut bekannt. Dann können Sie doch sicher sehr gut nähen. Oh ja, die schönsten Anzüge, alles nach Maß. Dann können Sie doch wohl auch sicher Säcke nähen, nicht wahr? Säcke? Ich und Säcke nähen als gewesener Schneidermeister? Nein, 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 nein. Wer unter meiner Würde? Ganz tief unter meiner Würde. Ihnen gehört der Sportwagen draußen, nicht wahr? Nein, mir. Aber zugelassen ist auf meinen alten. Ach. Woher haben Sie ihn? Geschenkt gekriegt. Was Sie nicht sagen. Darf ich mal den Kraftfahrzeugbrief sehen? Und den habe ich nicht da. Wo ist er denn? Den hat er einem gegeben, der ihm das Geld gepumpt hat. Als Sicherheit so. Und der andere Wagen, der draußen steht, wem gehört der? Na, mir. Und woher haben Sie den? Sie werden lachen, Herr Kommissar. Auch geschenkt gekriegt. Gibt eben Leute, die unser einem etwas gönnen. Und das da? Haben Sie das auch geschenkt bekommen, Herr Sladek? Was ist denn das? Ach so, jetzt weiß ich. Die habe ich mal in Piräus gefunden. Wenn Sie wissen, was das ist. Hafen von Athen. Ja, bin nämlich mal zur See gefahren, ein paar Jahre. So, so, in Piräus. Ja, keine Ahnung, was für ein griechisches Zeug das ist. Das sind amerikanische Dollar. Ach nee, ist das wahr? Die muss ich mir doch gelegentlich mal einwechseln. Was sind die denn wert? Beschlagnahmt. Wieso denn beschlagnahmt? Wie kommen die eigentlich in das Sesselpolster? Da habe ich sie nämlich gefunden.
Ach. Hast du die hinterm Sesselpolster versteckt? Ja? Meine Erinnerungen an den Piräus? An meine Seemannszeit? Lass dir doch nicht einreden, dass das Dollars sind. Weißt du denn überhaupt, wie Dollarscheine aussehen? Da hat er aber eigentlich genau recht. Keine Ahnung, wie sehen denn die Dollarscheine eigentlich aus? Lass mich doch mal sehen. Die werden wir uns gründlich ansehen. Flight number 4 to San Francisco is waiting for you. Was ist? Hat es geklappt? Es geht alles klar. Er hat den neuen Scheck ausgefüllt. Warum Sie nicht schon längst geschrieben haben, fragt er. Was hat er noch gesagt? Sie hätten einen guten Geschmack entwickelt in der Wahl Ihres Boten. Soll ich unbedingt ausrichten? Naja, stimmt. Ich verstehe beide nicht. Onkel und Neffe. Was meinen Sie? Vielleicht komme ich noch mal dazu, Ihnen das genauer zu erklären. Oh. Vielleicht, aber hier. Das Wichtigste. Hier. $500. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen. Danke. Aber ich bin Ihnen auch noch was schuldig. Hier, vergesse ich jedes Mal, Ihnen zurückzugeben. Ja, aber wenn Sie nicht unbedingt heute brauchen, dann warten wir lieber bis zum nächsten Mal. Wirklich lieber? Mhm, lieber. Also gut. Verdacht, ja, aber für eine sofortige Verhaftung reicht er noch nicht aus. Eben. Na, was ist? War kein Erfolg, was? Vielleicht lassen Sie uns jetzt wieder alleine. Was halten Sie davon? Kommen Sie doch bitte mal mit. Sag bloß, du hast die Mehlsäcke noch nicht weggeschafft. Hast du die Säcke nun weggeschafft oder nicht? Ja, ich wollte, aber... Sladek, Sie sind festgenommen. Kommen Sie mit. Mit Ihnen beiden reden wir später. Thank you.